Ich hoffe, du verstehst, was ich meine. Wir können Widersprüchliches aussenden. Bewusst senden wir das aus, zum Beispiel, ich will gesund sein. Und unbewusst senden wir aus, nein, ich will nicht gesund sein. Jetzt fragst du dich vielleicht, ja, es will doch jeder gesund sein. Das habe ich auch gedacht. Ich habe das auch von mir gedacht, die ich 40 Jahre meines Lebens krank gewesen bin, habe ich gedacht, ich möchte in Wahrheit gesund sein. Aber als ich dann angefangen habe, mich wirklich zu erforschen, wie ich gesund werden kann, habe ich festgestellt, dass ich tatsächlich im Unbewussten Anteile habe, Glaubenssätze habe, innere Bilder habe, die mir verboten haben, gesund zu sein. Und das habe ich bei sehr, sehr vielen Klienten, die ich betreut habe und betreue, auch gefunden, festgestellt. Ehrlich gesagt, bei jedem chronisch Kranken ist das so. Das sind immer ein paar Überzeugungen, Glaubenssätze, Gründe, warum sie nicht gesund sein wollen. Und das ist denen überhaupt nicht bewusst. Die versuchen alles, die laufen von Arzt zu Arzt, von Therapie zu Therapie. Die sind verzweifelt, weil es ihnen nicht besser geht, weil ihnen nichts hilft. Warum hilft ihnen nichts? Weil sie der Sekretärin gesagt haben, lasse nichts durch zu mir, was mir helfen könnte, denn ich habe wichtige Gründe, nicht gesund zu sein. Und jetzt fragst du dich wahrscheinlich, was das sein könnte. Sehr häufig ist der Grund, ich möchte loyal sein mit einem Familienmitglied. Das hört sich vielleicht verrückt an. Ich fand das auch zuerst beinahe unglaublich. Aber es kann sein, dass es einem Familienmitglied nicht gut geht und wir uns dann nicht erlauben, dass es uns besser geht. Das hat man zum Beispiel auch bei Menschen, die immer finanzielle Sorgen haben. Die haben vielleicht ein Familienmitglied oder die Eltern oder die Großeltern betrifft es. Denen ging es finanziell immer, ja, die kamen nicht so auf den grünen Zweig, haben immer schwer für ihr Geld und hart arbeiten müssen. Die haben immer gebibbert, können sie ihre Miete bezahlen, können sie die Kinder durchkriegen. Und das überträgt sich. Dann wollen die Kinder auch nicht mehr Geld haben und es schon gleich gar nicht mit Leichtigkeit und Freude verdienen. Das habe ich sehr oft in der Beratung, das Thema, dass jemand zu mir kommt, möchte mit seiner Berufung, mit dem, was ihm Freude macht, was das Herz zum Singen bringt, also mit Leichtigkeit und Freude seinen Lebensunterhalt finanzieren, aber es klappt überhaupt gar nicht. Und dann finden wir heraus, er oder sie möchte loyal sein mit den Eltern oder mit den Großeltern, die es echt schwer gehabt haben. Und normalerweise ist es ja tatsächlich so, dass es von Generation zu Generation leichter wird. Aber die Krux ist, die Kinder erlauben sich das oft nicht. Das darf erst bewusst gemacht werden und transformiert werden. Dann können die Kinder sich wirklich ein besseres, schöneres, leichteres Leben gönnen, erlauben, als die Eltern oder Großeltern gehabt haben. Also du siehst, es gibt eine ganze Menge im Unterbewusstsein, was uns daran hindern könnte, unser Ziel zu erreichen, unseren Wunsch zu verwirklichen. Hi, ich bin Angelika Keil und möchte dir mit diesem kurzen Ausschnitt aus einem Video meiner Masterclass Challenge Herzenswünsche manifestieren, einen der häufigsten Gründe nennen, warum chronisch kranke Menschen nicht gesund werden. Oder warum Menschen immer Geldsorgen haben bzw. immer hart für ihr Geld arbeiten müssen. Damit du weißt, an welcher extrem wichtigen Schraube du drehen kannst, um dir doch noch Gesundheit bzw. Geld im Überfluss zu manifestieren. Falls du krank bist oder Geldsorgen hast oder eben hart für dein Geld arbeiten musst. Und wenn du mehr darüber erfahren möchtest, wie du dir endlich als bewusste Schöpferin bzw. bewusster Schöpfer deine Gesundheit bzw. dein leicht verdientes Geld kreierst oder wie du jedes andere Problem löst und dir deinen größten Herzenswunsch manifestierst, lade ich dich in meine kostenlose Masterclass Challenge ein.
Dort erfährst du, wie du dir deinen größten Herzenswunsch und dein persönliches Wunschleben manifestierst. Zum Beispiel deine Gesundheit, mehr Geld, finanzielle Fülle, deinen Traumjob, dein erfolgreiches Seelenbusiness, mehr Kunden und Umsatz, deine Berufung oder dein Traumzuhause, deinen Traumpartner oder deine Traumpartnerin, vielleicht endlich ein Kind, Familie, tolle Freunde, eine Reise, ein tolles Hobby oder was auch immer dein größter Wunsch ist. Die Masterclass Challenge ist ein kostenloser Vorkurs zu meiner Herzenswünsche Akademie. Die startet am 24. Juni. Und vielleicht hast du auch von der schon gehört. Aber jetzt, nächste Woche, gibt es erstmal die sehr, sehr wertvolle und trotzdem kostenlose und für alle offene 4-tägige Masterclass-Challenge. Und zwar vom Montag, 12. bis Donnerstag, 15. Juni 2023. Live mit mir auf Zoom. Du bekommst jeden Tag ein Video, dazu ein Workbook und abends sehen wir uns live auf Zoom. In der Masterclass erfährst du, wie erfolgreiches Manifestieren wirklich geht und was die größten Missverständnisse über das Manifestieren sind, weshalb die Leute ihre Ziele nicht erreichen. Du erfährst, wie du dir deinen größten Herzenswunsch manifestierst, egal was das ist. Du erfährst, wie du die häufigsten Fehler beim Manifestieren vermeidest. Und du erfährst, was die 5 goldenen Schlüssel für das erfolgreiche Manifestieren sind. Und wie du dich mit Energiearbeit für deinen größten Herzenswunsch magnetisch machst. Das alles befähigt dich, mit den ständigen Problemen Schluss zu machen. Zum Beispiel mit Ärger, Konflikten und Mobbing. Mit Geldmangel, mit Schuften wie ein Ackergaul, wie jemand das letztens nannte. Mit Krankheit. Mit Sorgen um Angehörige oder was auch immer dich belastet. Und es gibt dir die Möglichkeit, das alles zu wandeln und dir stattdessen deinen größten Herzenswunsch zu manifestieren. Wie zum Beispiel deine Gesundheit und Fitness, endlich machen können, was du machen möchtest, finanzielle Fülle, vor allem ohne hart dafür zu arbeiten, harmonische Beziehungen oder deinen Traumpartner. Deine Traumpartnerin, dein Traum zu Hause oder was auch immer du dir wünschst. Wenn du das möchtest und wenn dich das interessiert, das heißt, wenn du wissen möchtest, wie Manifestieren wirklich geht, wie du deinen größten Herzenswunsch erfolgreich manifestierst, klicke unter dem Video auf den Link und erfahre mehr über die Masterclass Challenge. Auf der Infoseite kannst du dich dann auch anmelden, wenn du jetzt etwas in deinem Leben positiv verändern möchtest und deinen Herzenswunsch manifestieren möchtest. Ich freue mich riesig auf diese 4 Tage Intensivtraining mit dir, in denen du den Schlüssel erhältst, der dir die Türe zu deiner Schatzkammer öffnet, zu dem, was noch alles an Geschenken, Wundern und Segnungen auf dich wartet in diesem Leben. Ohne hart dafür zu kämpfen, sondern indem du als bewusste Schöpferin bzw. bewusster Schöpfer deine volle Schöpferkraft aktivierst. Und falls du neu hier bist und noch nicht mein E-Book Die 8 wichtigsten Schritte zur Zielerreichung hast, hole es dir jetzt gleich ab. Denn in dem E-Book erfährst du 8 Megatipps, die wichtig sind, um dir das Leben zu kreieren, das du dir wirklich von Herzen wünschst. Du erfährst, was erfolgreiche Menschen von denen unterscheidet, die ihre persönlichen Ziele nicht erreichen oder nur mit ganz hartem Kämpfen, Stress und vielen Rückschlägen. Wenn du dich an diesen Leitfaden mit diesen 8 Schritten hältst, wirst du schon bald große Fortschritte beim Manifestieren machen und dein Leben gar nicht mehr wiedererkennen. Ich verlinke auch dieses powervolle E-Book unter dem Video. Und wenn du solche Videos magst, die dir helfen, deine Herausforderungen und Probleme leichter zu meistern und dir als bewusste Schöpferin bzw. bewusster Schöpfer deine Herzenswünsche und dein persönliches Wunschleben zu manifestieren, abonniere meinen Kanal und klicke auch auf die Glocke, damit du kein Video mehr verpasst. Denn hier lernst du, worauf es wirklich, wirklich ankommt,
damit du dir ohne Stress, sondern entspannt und mit Liebe und Freude dein persönliches Wunschleben kreierst. Und jetzt bin ich neugierig, was du über dieses Video denkst und was es in dir ausgelöst hat. Dieser Grund, den ich genannt habe, warum chronisch kranke Menschen chronisch krank sind und bleiben und warum Leute mit chronischem Geldmangel oder solche Leute, die immer hart für ihr Geld kämpfen müssen, arbeiten müssen, warum die nicht auf einen grünen Zweig kommen. Schreibe das gerne in den Kommentar, was du darüber denkst. Und wenn du noch eine Frage hast, kannst du sie ebenfalls sehr gerne in den Kommentar schreiben. Ich antworte auf jeden Fall. Und du weißt ja, wenn dir das Video gefallen hat, freue ich mich sehr über ein Like und wenn du das Video teilst. Damit hilfst du auch anderen Menschen, sich ein schöneres, besseres, erfüllteres, gesünderes und harmonischeres Leben zu manifestieren. Und alles, wozu du anderen verhilfst, kommt vielfach vermehrt zu dir zurück. Das ist ein ganz powervolles Manifestationsgesetz, das du vielleicht gerne nutzen möchtest. Nun danke ich dir vielmals für deine Zeit und dein Interesse. Und ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche, also vom 12. bis 15. Juni 2023 in der Masterclass Challenge. Ich freue mich schon total auf dich. Bis dann, alles, alles Liebe, Herzensgrüße, deine Angelika.